Soweit die Studie heute Mittag. Studienergebnisse sind das eine, aber die unternehmerische Wirklichkeit ist noch mal was ganz anderes. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt verbunden sind mit Marie-Christine Ostermann. Sie ist Präsidentin von Die Familienunternehmer e.V. Guten Abend nach Berlin, Frau Ostermann. Guten Abend. Jetzt lassen Sie uns mal wirklich in die Wirklichkeit schauen. Cyberangriffe auf die deutsche Wirtschaft ist eine große Überschrift, die wir durchaus seit ein paar Jahren wahrnehmen. Was hören Sie von Ihren Mitgliedsunternehmen? Wie ist der Trend? Es ist tatsächlich so, dass Cyberkriminalität ein Thema ist, auch bei unseren Mitgliedsunternehmen, auch in meinem eigenen Unternehmen, ein Lebensmittelgroßhandel. Und zwar ist es so, dass Hacker wirklich versuchen, menschliche Schwächen auszunutzen. Man hat im Alltag viel zu tun, viel Stress, und dann kommt da so eine Mail und die sieht total täuschend echt aus. Es könnte ein echter Kunde sein oder auch ein Lieferant, der eine Rechnung schickt, und dann steht dann, bitte, bitte bezahlen Sie die Rechnung oder bitte laden Sie diese Software runter, klicken Sie auf den Anhang, und zack, ist es sehr, sehr schnell passiert. Deswegen ist es in unserem Bewusstsein sehr stark ausgeprägt, dass wir unsere Mitarbeiter schulen und sensibilisieren müssen, gerade auf solche Hackerangriffe, die versuchen, eben Menschen auszunutzen, die nun mal alle natürlich auch Fehler begehen könnten. Bei dem, was Sie überblicken können, innerhalb Ihres Verbandes, welche Unternehmensgruppen, welche Branchen stehen besonders im Fokus von Hackern, von Angriffen aus dem Netz? Das geht über alle Größen und alle Branchen in sämtlichen Bereichen. Das ist der komplette Mittelstand. Das sind alle Unternehmen, die betroffen sind. Mein Unternehmen beispielsweise hat 200 Mitarbeiter. Wir machen über 80 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Und wir haben dann auch Mails bekommen und versucht, die zurückzuverfolgen. Der Absender kam dann irgendwo aus Russland beispielsweise. Also es sind wirklich sämtliche Branchen und Unternehmen jeder Größe betroffen, ja, und müssen sich darauf einstellen. Ja. Es wurde jetzt gerade in Berlin festgestellt am Rande der Studie, dass durchaus die Unternehmen in Deutschland jetzt versuchen, auch noch mal sich besser aufzustellen im Bereich der IT. Da wurde eine Zahl genannt, dass zum Beispiel die Ausgaben am Budget von 9% auf bis zu 14% gestiegen seien. Trifft das auch Ihren Erfahrungshintergrund? Ja, absolut. Also da sind viele dabei, die ungefähr 20% des Budgets hier investieren. Aber es ist natürlich auch unterschiedlich. Es ist jetzt nicht bei allen Unternehmen so, aber viele beschäftigen sich auch mit einer Cyberversicherung, die man machen kann. Und mit das größte Thema ist wirklich auch, die Mitarbeiter zu sensibilisieren und zu schulen. Und wir erwarten auch bessere Rahmenbedingungen von der Politik. Gerade wenn Cyberangriffe stattfinden, sollte das auch wirklich gemeldet werden. Und da ist es bisher auf Länderebene organisiert. Das ist ziemlich chaotisch und Zuständigkeiten sind nicht klar geregelt. Und hier ist es auch ganz wichtig für die Unternehmen, dass es da zentral auf Bundesebene einen Ansprechpartner gibt, schnelle Wege, unbürokratische Wege und auch schnelle Unterstützung und Hilfe. Und das fordern wir als Verband, die Familienunternehmen. Dann lassen Sie uns einen Augenblick dabei bleiben, jetzt wo Sie es ansprechen. Also Sie haben das beschrieben, der berühmte Anhang an einer Mail oder die Aufforderung, etwas herunterzuladen. Wenn es dann passiert ist, braucht man natürlich akut und schnell Hilfe, also wenn der Fall des Falles eintritt. Sie sagen jetzt im Grunde genommen nur auf Länderebene vernünftig organisiert. Es gibt ja das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das ist also für Sie kein adäquater Ansprechpartner. Da haben Sie keine Hilfestellung erfahren bisher. Ja, bisher gibt es auf Länder- und auf Bundesebene Ansprechpartner, aber es ist eben nicht klar geregelt. Das ist ziemlich undurchschaubar. Und Frau Faeser, Bundesinnenministerin, die plant jetzt tatsächlich auch, es zentral zu organisieren, dass wir beim Bundeskriminalamt tatsächlich dann auch zentrale Ansprechpartner haben und auch beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Hier brauchen wir schnelle Wege und klare Ansprechpartner, denn es gilt ja auch in solchen Fällen, sehr schnell zu reagieren und auch schnell Hilfe zu bekommen, um Schaden abzuwenden. Ja, vielleicht noch ein Schlusspunkt, Frau Ostermann. Diese Studie hat auch ausgesagt, dass jedes zweite Unternehmen in Deutschland, das ist eine ziemlich beunruhigende Zahl, sich in seiner Existenz bedroht sieht, eben durch diese Cyberangriffe. Auch das ein Erfahrungshintergrund, den Sie mit bestätigen können? Ja, da habe ich auch schon von gehört, und die Vorstellung, wenn das wirklich eintrifft, dass sich schädliche Software auf den Computern festfrisst und Daten plötzlich weg sind, man kommt da nicht mehr dran, es werden massiv hohe Lösegeldsummen gefordert, also das kann schon Unternehmen auch in ihrer Existenz
gefährden. Da brauchen wir Abwehrmechanismen, da dürfen wir nicht naiv sein in Deutschland. Da müssen wir uns so aufstellen, dass wir uns wirklich sehr gut dagegen wehren können. Und das kann man natürlich nicht als Einzelunternehmung. Das muss eine Netzwerksituation sein. Das haben Sie uns hier heute Abend geschildert bei Phoenix, Marie-Christine Ostermann, die Präsidentin von die Familienunternehmer e.V. Ich danke Ihnen nach Berlin. Grüße. Danke, viele Grüße.